Es gibt gewisse Gruppen, zum Beispiel Immunsupprimierte, wo man nach Rücksprache mit dem Arzt eventuell auch früher impfen kann. Da kann man auch einen Test auf neutralisierende Antikörper machen. Würde ich nicht generell empfehlen, aber für gewisse Risikogruppen ist das möglich und da eventuell auch früher, sagte Mückstein im Morgenjournal. Die ersten Impfungen gegen SARS-CoV-2 haben im Dezember 2020 Menschen in Alters- und Pflegeheimen sowie medizinisches Personal erhalten. Die zweite Dosis wurde diesen Menschen dann im Jänner verabreicht. Das Biopharmaunternehmen BioNTech hat sich am Montag für eine mögliche Auffrischungsimpfung mit seinem vorhandenen Vakzin aus. Wir denken, dass es im Moment am besten ist, mit einer Auffrischungsdosis für den bestehenden Virusstamm fortzufahren, um die Situation in den Griff zu bekommen, sagte Firmenchef Ugur Şahin der Nachrichtenagentur Reuters. Patienten, die eine dritte Dosis desselben Impfstoffs bekommen hätten, zeigten deutlich höhere Antikörperwerte als nach der zweiten Dosis. In Österreich wird im Lauf des Dienstags die 10-millionste Dosis verabreicht. Exakt 9.999.272 Impfungen wurden bis Montagabend durchgeführt, am Montag kamen nur 12.928 hinzu. Und nun sind exakt 60% der Gesamtbevölkerung zumindest einmal geimpft. Unser oberstes Ziel muss es sein, die Durchimpfungsrate Schritt für Schritt zu erhöhen. Deshalb erneuere ich meinen Appell. Bitte lassen Sie sich impfen und vervollständigen Sie Ihren Impfschutz. Dieser Aufruf richtet sich vor allem auch an die jungen Menschen im Land, sagte Mückstein. Durch besonders niederschwellige Impfangebote ist das Impfen in Österreich gerade besonders einfach. Eine Impfung beim Einkaufen, am Filmfestival oder im Impfbus sind nur ein paar der zahlreichen Angebote, welche die Bundesländer gerade im Angebot haben. Diese Angebote werden täglich von vielen tausend Menschen im Land genutzt. Jede Impfung zählt und schützt die Menschen in Österreich weiter vor den Folgen des Coronavirus, appellierte der Minister.